Let's Multiplay, herzlich willkommen hier auf dem Community-Server von uns. Mit dabei ist heute der Waldmeister. Moin. Der Shadow ist da. Auch. Der knistert noch ein bisschen, aber daran arbeiten wir. Ja. Und der Vincent ist auch da. Hallo. So. Ich probiere es nochmal, vielleicht funktioniert es. Ja. Knister, knister, knaser. So, und wir haben jetzt hier. Wir haben schon ein bisschen was gemacht auf dem Server. Wir haben jetzt hier zwei Fortuna-Hänger. Oh, jetzt ist bei Shadow. Ja, jetzt ist das wieder. zwei Fortuna-Hänger hier dran. Wir dreschen gerade ein bisschen Raps. Ja, und ich fahre hier ordentlich ab. Der Shadow ist schon am Flügen hier. Obwohl wir viel zu schnell sind. Oder nee, Shadow ist viel zu schnell. Ja. Und Waldmeister, der hängt irgendwo in der Gegend rum. Na? Du machst das No-Name-Feld, machst du, ne? Ja. User joined your channel. Und der Showtag ist da. Aber spricht gerade nicht. Frag uns nicht. Nee. Also bei deinem Geknister hört sich das wirklich schon fast an wie ein Kabelbruch. Ja. So, warte mal. Hallo. Na, Showtag? Hallo. Moin. Alles fit? Und? Übrigens, ich wünsche euch noch ein frohes Neues. Oh ja, gleichfalls. Stimmt. Ebenfalls. Frohes Neues, genau. Also voll. Also voll, ja. Also voll. Nase voll. Nase voll habe ich, ja. Nase voll. Vincent, mach mal bitte, mach mal bitte das Rohr auf mit O. Macht's, ja. Wir dreschen gerade Raps. Warum? Muss noch ein bisschen näher, glaube ich. Ja. Ja. Warum wir das machen? Ja. Weil das Feld erntereif ist. Ach! Ja. Ja, ja. Wir sind gerade. Bist du voll, Vincent? Nee, boah. Achso. nee. Achso, ja. Ich wollte sagen, du bist auch voll, ne? Ach man, er ist voll neben der Spur. Nee, ich bin gerade so, wie soll ich sagen, amüsiert mit meiner Ex gerade am Schreiben. Ach so. Ja, vielleicht sollst du lustig. Vielleicht sollst du es nicht. Oder du möchtest die Community daran teilhaben lassen. Das kann geht natürlich auch. Na. Wird nachher alles auf YouTube zu sehen sein. Oder zu hören sein. Ach so. Ja. Naja, okay. Die ganze Welt muss es ja nicht wissen. Nicht? Weißt du, Showtag, die Welt ist nicht genug. Ja, sowas macht man dann auch wieder nicht. Also ich bin zwar Arschloch, aber so Arschloch. Ja, das ist so eine nette Lache. Ja. Shadow hat eine komplett. Was macht Vincent denn da? Was denn? Einmal halb durchs Feld durchgefahren. Ja, ich muss auch drehen. Ja, stimmt, hast auch wieder recht. Nee, wir dachten, ich muss aber wieder ein bisschen LS-Aufnahmen machen und so. Ja. Wird ja mal wieder Zeit. Nachdem der Eurotruck Simulator jetzt auch schon so ein kleiner Erfolg war wieder, fand ich. Ja. Echt? Warum? Wie viele Klicks haben wir denn? Ich hab noch gar nicht geschaut. Ich hab mir schon angeschaut. Hey! Weißt du, was mir aufgefallen ist, dass du echt ein Held von Erdbeerfeld bist. Wieso? Ja, die Aktion. Ja, ich habe keinen Auftrag dorthin und so. Ja. Ja, du weißt ja, dass du die Stadt anklicken musst, in der wo du bist, dass du siehst, welche Aufträge du von dort weg aus hast. Richtig, das ist mir zu spät aufgefallen. Also ist mir erst später aufgefallen. Hättest du ja mal gefragt, das wäre vielleicht ja. Ja, ich hab's dann nachher rausgefunden, dann irgendwie. Also na, jetzt weiß ich auch, wie es geht, aber das stimmt, aber ich hätte wirklich keine Aufträge da. Das weiß ich. Also ich hätte aus Berlin irgendwie nur ein paar Sachen machen können, oder wo wir da waren zu dem Zeitpunkt. Warte mal. Ach so, shit, ich fahr. Moment. So muss ich fahren hier, damit abgelandet. Informer, ja. Informer das Haus rein, ja. So, nochmal schön ein bisschen abladen hier. Wo haben wir denn? Ach, yes. Ach, was heißt denn hier tolle Erfolg? 42 Aufrufe. Ja. Na, ein bisschen wenig, ha? Wo sind denn die ganzen Mädels? Leute, wo seid ihr genau? Hier.
Hier, ja. Wir spielen alle gerade. Natürlich ich kann auch. Sie, hm? Ich hab's dir eh schon gesagt. Teil das aber gleich, wenn du das im Face, in YouTube reinmachst. Nimmst ja. den Link oben und postest es in der Gruppe drinnen. Ja, das muss ich nochmal machen. Das stimmt. Das kann der Rest natürlich auch machen. Also, wenn ihr irgendwie auf Facebook aktiv seid, ne, schön das Video von uns teilen, dann habt ihr auch demnächst wieder mal ein paar Chancen auf Gewinnspiele. Ne? Das wollen wir auch mal wieder machen. Bisschen was verlosen ja. und so. Ne? Ja, und damit wir schön Gewinne, Gewinne, Gewinne haben. Ne? Und auch nicht zu vergessen, warte mal, hat Vincent das Rohr schon ausgefahren? Vincent, das Rohr schon draußen? Nee. Nee, du kannst eigentlich draußen lassen gleich. Was wollte ich noch sagen? Achso, ja, Community-Server. Wie gesagt, ihr könnt gerne alle mitmachen, wenn ihr Bock habt. Shadow hat es vorgemacht. Ja. Und noch so ein paar andere haben wir auch noch, die mal ab und zu mal hier sind. Wie gesagt, gerne vorbeischauen und dann wir freuen uns über rege, aktive, lustige Leute, die mit uns dann ein wenig spielen, ein bisschen Aufnahmen machen und so. Also das will ich jetzt ja auch in Zukunft auch wieder ein bisschen fördern. Ja, dann überreden wir Tom auch nochmal, dass er mal wieder ein bisschen Lust bekommt. Bin. Was? Genau. Ja. Aktiver werde. Richtig, richtig, ja. Ja, ja, momentan, keine Ahnung. Ich habe immer so Phase, eine Woche, da habe ich echt keinen Bock, irgendwas zu zocken. Ja. Ja, ja, momentan war halt wieder 7 Days to Die, bist du halt sehr voran. Stimmt, aber da habe ich auch noch ein paar Aufnahmen, fällt mir gerade ein. Ja. Aber das wird schon ein Mörder-Video. Da muss ich noch ein bisschen. Der Kater hat doch seinen eigenen TS, eigenen TS, sage ich schon, eigenen Server bei 7 Days to Die gemietet. Ja. Und da haben wir gestern, Tom ist mir auf 100% gemacht und so. Und du weißt ja noch, bei der einen Map, bei den einen Safe-Game, wo wir die Base direkt da in einem Shop gehabt haben. Ja. Und daneben ist doch die kleine Stadt oder größeres Dorf, mehr oder weniger. Ja, das ist die eine Stadt, ja. Ja, und da sind wir halt dann einmal hingegangen und haben wir bis halt Zombies vernichtet, so eine halbe Stunde. Hey, wirklich, eine halbe Stunde. Durchgehend nur Zombies gewesen. Dann kam wieder so ein dummer Hund und dann schießt und schießt und dann. Boah, du musst nachladen und dann hat er die eh schon wieder. Ja, das ist übel, ey. Also ich weiß es, weil Kira und ich haben da auf dem anderen Server noch, also auf dem Safe-Game auch, haben wir wie wild rumgeballert. Wir haben locker 500, 600 Schuss weggehauen. Also das war unfassbar, ne? Was du da an Zombies weghauen kannst. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob bei LS15 irgendwann auch nochmal so ein Zombie-Mod dazu kommt. Ja, fein. Ja, genau, und dann noch Walking Dead Mod und dann passt alles. Ja. Das wäre lustig. Setz dich in den Mähdrescher rein und mähst Zahle nieder. Ja. Dann siehst du unten so einen Zombie-Kopf. Ja. Hat sich zum Metzger fahren. Ja. Ja, das wär's noch, ey. Das wäre echt noch witzig. Vincent, wie voll bist du? 1%. Achso, gut, dann kann ich normal wenden hier. Ja, das wäre echt nochmal. Aber wie gesagt, bei 7 Days to Die sollen jetzt auch noch demnächst ja noch Autos und sowas alles kommen, dass du selber Autos fahren kannst und so ein Kram. Die haben ja, die hätten sich ja so. Gott, leck! Stopp, leck! Oh Gott. Das liegt aber, glaube ich, eindeutig an der Map. Also. Auf dem anderen. Der Server ist ja ähnlich gut wie der Agrarflex-Server. Und ich finde es immer noch faszinierend, du und der Xbox-Controller. Ja, habe ich auch jetzt gerade wieder in der Hand hier. Muss man nochmal. Man hört. Sagen. Man hört es, ja. Jetzt quietscht. Das ist ein Markenzeichen, der quietschende Xbox-Controller. Ey. Kann ja noch einen neuen Channel aufmachen. Der quietschende Xbox-Controller. In Action. Oder so. Hier, der Marvin ist da bei Eurotruck reingefahren, gell? Es war das Marvin? Ja, Marvin ist da reingefahren. Ja, habe ich mir gedacht, ja komm, dann macht er jetzt einen neuen Channel auf, der Channel heißt Gerichtssaal. Ja. Das wär's noch, ey. Ja, aber der Marvin ist so volle Pulle reingefahren, ey. Der. Keine ohne Rücksicht quasi. Und in dem einen, das war so geil, ich hab, Tom, du hast das Video komplett geguckt, zufällig? Ja. Da gab's diese eine Szene, wo meinst, das war knapp, ne? Ja, da hat man aber nichts gesehen. Da war ja mein Video da. Ja, da, genau, da war dein Video da. Du bist einem hinten fast draufgefahren.
Nee. Doch. Doch, das habe ich hatte doch. Das habe ich doch gesehen in dem Video. Ich habe extra noch genau dein, ich habe extra noch dein Video angemacht, weil du einen fast hinten drauf gefahren wärst. Da war die ganze Zeit mein Video da, wie das war, bis du gesagt hast, oh 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 oh. Nee, ich hab, du hast das gesagt. Du hast gesagt, oh 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 oh, das war knapp jetzt. Ach so, ja, da bin ich aber nicht drauf gefahren. Nee, nee, aber fast, fast. Ja. Und siehst du mal, wie gut das bremsen kann. Ja, du hast ja auch so einen starken Truck. Ja, schon ein kleines bisschen. Und du hast bessere Bremsen. Ich hab das gesehen, dein Bremsweg ist nur halb so lang wie mein Bremsweg. Kann man jetzt bald erstmal einen neuen Motor kaufen. Ja, das ist auch nicht, das ist auch wichtig. Motor ist immer gut. Ja, ich habe den Bremsding auf die Hälfte, glaube ich, eingestellt oder so. Ah, okay, ja. Ja, ich muss bei mir auch mal gucken, wie es mit den Bremsen eingestellt ist. Ich habe festgestellt bei mir, wenn ich ETS spiele, im Multiplayer habe ich einen doppelt so langen Bremsweg wie im Singleplayer. Okay. Und Singleplayer tut auch langsamer beschleunigen. Ja, obwohl die Bremsen gleich eingestellt sind. Okay, gut, jetzt fahre ich immer weiter weg hier. Ja, das ist manchmal ein bisschen doof. Aber ich finde, der Multiplayer macht trotzdem Spaß. Ja, aber ich bin echt nur froh, bei mir ist es so, ich bin öfters offline, ich werde dann öfters gekickt, aber keine Ahnung warum. Hast du vielleicht schon immer unten mittig vom Bildschirm? Denk mal, die häufigsten Kicks, die ich bis jetzt kassiert habe, das war, weil meine FPS zu hoch waren. Meine Frames. Ach Quatsch. Guten Morgen. Was? Das heißt, guten Morgen. Wann bin ich aufgestanden? Und vor einem Tag und 8 Stunden bin ich aufgestanden. Hast du durchgemacht, oder? Ja. Ich muss bald wieder arbeiten und ich muss irgendwie wieder meinen Tagesrhythmus reinkommen. Weil 4 Uhr pennen gehen und 5 Uhr aufstehen ist nicht gerade so prickelnd, wenn er am nächsten Tag in die Schule muss. Ja, das stimmt. So, warte mal. Wegen jetzt der Crashkurs. Oh, ich stehe ein bisschen im Weg, Vincent, ne? Etwas, ja. Ja, ich. Die Map leckt halt gerade ein bisschen bei mir. Ja, bei mir hat es übelst geleckt. Also, ich habe schon so gehabt, ich habe mit Marvin alleine gespielt, da hatte ich ab und zu Geschwindigkeiten bis zu 206 km/h, als ich geleckt habe. Okay. Also, aber auch. Was ich übrigens mal fragen wollte, wenn das hier zu sehr leckt, mit einer anderen Map. Ja. Ja, die Map, die der Waldmeister hat, die ist geil. Wer hieß denn das? Ben. True Rivers, aber die musst du dir erst angucken. Ja. Das einzigste, was da ist, sobald du drauf joinst, leckt das die ersten 10 Sekunden mörderisch und danach geht's. Okay. Weil er da erstmal die komplette Map laden tut. Ja. Ja, True Rivers ist eigentlich ganz gut. Die war ja schon im letzten Teil ganz gut, fand ich. Also, die ist halt sehr eng und sehr verzwickt und so, ne? Ja, es gibt auch ein paar Stellen, wo du sehr große Kollisionen hast. Okay. Ich bin auch dabei am rausfinden, wie ich bei einigen Bäumen die Kollisionszone rausnehme. Dann sind doch die Bäume einfach weg, wenn sie stören. Oder kannst du die Bäume nicht wegnehmen? Weiß es nicht. Ich weiß nur, wie man in dem Editor, also im Giants Editor, wie man Felder begradigt oder wie ich jetzt an der Stelle, wo kein Feld ist, ein Feld hinmache. Ah, okay. Ja. Weiß nicht, wie man Objekte anwählt und. Du musst einfach den, also wenn du jetzt den Editor offen hast, du kannst ja jede Ding kannst du anklicken normalerweise. Ja. Dann haben sie ja Kollisionsrahmen, weiß jetzt nicht, ist jetzt gelb oder weiß oder irgendwie so, keine Ahnung. Dann kannst du das einfach nur mit entfernen, kannst du das komplett wegmachen. Die Kollision dann wegnehmen, ne? Nee, die Kollision selber, die kannst wegmachen, du musst anklicken, wenn der Karte jetzt habe, da kannst du jetzt genau sagen, wo das ist. Du hast irgendwo, hast dann irgendwo links oder rechts ein Fenster, da steht dann irgendwo mal drinnen Kollision. Okay. Müsst ihr nochmal selber schauen, weil ich habe ja selber schon mit der Map gearbeitet und wollte eigentlich für Agraflex eine eigene Map bauen, eine Vierfach-Map. Aber ich finde einfach die Zeit und Lust irgendwie nicht dazu. Beziehungsweise, ja, die Zeit und Lust wäre es nicht, aber hinter den Editor richtig dahinter zu steigen, also du brauchst echt viel Zeit. Wollt's auch, aber
Mein Problem ist, ich kann so gut wie kaum Englisch, was das angeht. Und wenn ich mir das Ding anschaue, du musst Englisch studiert haben, um das Ding zu verstehen. Ja, wenn du dann noch Mods also mit einbinden willst, direkt in das Ding rein, so wie sie es hier auf der Map gemacht haben. Es gibt ein paar Mods, die konnten wo hinten runterfallen lassen, die braucht mir gar nicht mehr mit reinnehmen, weil sie schon in die Map mit rein implementiert sind. Ich wüsste nicht mal, wie man das macht. Bei den Leuten, wo ich angefragt habe, ob die mir mal zeigen könnten, wie man sowas macht, das war dann eher so eine LMAA-Aktion. Ja, das müsste man sich halt nochmal anschauen, aber das ist ja nicht so wichtig. Was wolltest du sagen, Tom? Du hast doch irgendwas gerade sagen, mit der Vierfachen mit. Jetzt ist Tom nicht da. Doch, du bist schon da. Achso. Ich will nur nicht antworten. Nee, du wolltest irgendwas sagen mit der Vierfachen mit, oder? Ja, dass ich. Ja, habe ich doch, dass ich die für uns machen wollte. Ja. Ja, müssen wir immer demnächst auch mal wieder ein paar Aktionen machen. Wenn ein paar Leute wieder da sind und so. Oh, mein Sound ist ja gar nicht an, fällt mir jetzt auf. Ich mich gerade mit dem Partner mal hinsetzen und dann noch mal ein bisschen umeinander basteln an der scheiß Map, aber. Ja. Aber der Giants Editor ist genauso wie beim LS13, also der hat sich nicht viel verändert. 13er habe ich keinen Map Editor verwendet. Ja, aber das stimmt schon. Ein bisschen Englisch muss halt schon können. Das stimmt. Also falls da draußen noch jemand ist, der irgendwie modden kann und irgendwie Bock hat uns... Bitte melden. Ja, bitte melden. Wir setzen auch einen Finderlohn aus. Ich hätte sogar ein Motto für ETS, aber damals, wie ich ETS halt aufgelöst habe, mehr oder weniger, also die virtuelle Spedition, ging ich halt auf zu einem anderen Plan, mehr oder weniger. Und ja. Dann macht das ja halt recht. Aber er ist sowieso eine kleine Quassel. Quasselstrippe. Wenn ich das bei ETS übrigens richtig gesehen habe, Bin jetzt ab. Hört ihr mich noch? Ja. Gut, wenn ich das bei ETS richtig gesehen habe, kann es auch sein, dass man da irgendwann eigene Server machen kann. Ja, aber ETS 3 bestimmt spätestens dann. Du kannst auch jetzt schon mit dem, diesem Developer-Kit kannst du jetzt ja schon einen Server aufsetzen. Mit diesem SDK-Ding. Okay. Müsste ich mir mit Marvel mal zusammen anschauen. Vielleicht, auf dem Server. Das wäre echt cool, wenn wir da einen eigenen Server machen könnten, weil dann könnten wir die KI reinmachen. Ja. Und wir könnten halt die ganzen Mods ein bisschen reinpacken, die es halt dann halt gibt. Weißt du, wenn wir dann eh so 10 Leute sind, dann macht das echt cool, bestimmt viel Laune. Ja. Man hat keine Idioten, die dich irgendwie reinschubst in den Graben oder so. Ja, bis auf Marvel. Um das geht's. Und das geht's mir eigentlich weniger um die ganzen Idioten, was da rumfahren. Es geht ja um das, mir geht eigentlich die KI ab, also die ganzen Autos, Busse und das und so. Und dass bei den ganzen Händlern dort, dass da halt einfach keine Kollisionen dort ist. Ja. Kollision dort ist, weißt du schon, dass das warten muss, bis der andere fertig ist oder so. Ja, das stimmt. Ja, jetzt. Und was für diese No-Collision-Area? Ja, bis da einer wegfährt oder was? Ja, also ich bin ja eigentlich einer, der wo halt, wenn er eine Simulation spielt, ob es jetzt LS, ETS oder sonstige irgendwie Simulatoren sind, also es soll halt dann wirklich der Realität entsprechen. Ja, aber das Problem ist, wenn du dir mal die Stellplätze anschaust, geh mal zu einer realen Spedition und schau dir einmal das an, was programmiert ist. Bei LS ist es ja dann, ETS, Entschuldigung, bei ETS ist es ja dann wiederum so, du hast da ein riesengroßes Gelände, du hast aber nur in der Regel einen Triggerpunkt, an den du die Fracht ablieferst. Jetzt lass mal 10 Mann zu dieser einen Spedition fahren. Da muss einer nach dem anderen warten, bis der andere fertig ist. Ja, aber das wäre okay. Normalerweise würde jeder LKW-Fahrer dann, denke ich mal, an ein anderes Portal ranfahren und würde da seinen LKW anstellen bei ETS. Ja, aber jetzt pass mir auf, jetzt wenn es in Realität ist, du hast jetzt einen kleinen Hof da und dann stehen 10 Leute dort und die müssen dann warten, bis der eine abgeladen hat und muss wieder warten, bis der nächste kommt. Also das ist so ein wie sagt man da? Schmarrn? Nicht Schmarrn, sondern der eine kommt und der nächste geht, der eine kommt, geht, der nächste kommt und geht und der nächste kommt und geht. Das ist so durchlaufender Prozess.
Ein ja, flüssiger genau. Prozess. Ja, genau. So wie bei McDrive da eine kommt, dann muss ich herzlich willkommen bei McDonalds, Ihre Bestellung bitte. Ja, ja genau. Ich hätte gerne einen Cheeseburger und einen Big Mac. Ja. Im Menü oder einzeln? Jetzt verschwinden Sie. Mit Schimmel. Mit Schimmel, ja. Kennt ihr die Videos, die wo Ihre Bestellung singen? Ja. Ja, da gibt es schon echt coole Dinge. Wie kommt es eigentlich, dass der Krone schon wieder hier oben steht und nicht mehr unten in der Halle? Ich finde den Weg zum Hof gerade nicht. Was? Ja doch. Kommst doch in die Richtung. Ja jetzt. Ich war nur in der anderen Richtung eben. Da haben wir hier eine große Kurve. Du bist wahrscheinlich den einen grauen Weg da gefahren, gell? Richtig, genau. Der ins Nichts führt noch. Kommst du um die Kurve oder soll ich dich schieben? Ja. Hättest du auch fast noch schieben können, ja. Wo ist denn die Entladestation? Die ist da vorne irgendwie. Habe ich mit Marvin gemacht, wir haben gehäckselt und der hat mich geschoben mit dem Fan. Ich musste gar nichts machen. Okay. Dann ist uns nach einem Dreiviertel der Strecke aufgefallen, wir haben den Anhänger hinten vergessen. Was? Der Marvin dachte nur noch so, guck mal nach hinten. Ich so, was ist denn jetzt los? Guckst nach hinten, seh den Traktor, seh den Dolly. Hä? Ein Anhänger. Wegware. Auch nicht schlecht, oh Gott, hat er beim Hexen den Anhänger vergessen. Kann man mal machen, ne?